Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir sind im Tropenaquarium. Von Hagenbeck, genau. Ja. Es gibt ja Hagenbecks Tierpark und es gibt auch noch das Tropenaquarium. Mhm. Und da sind wir heute. Ja. Und ich zeige euch mal eben, was Hanna gesehen hat. Moment, hier unten liegt ein Wels. Wo hast du den Vogel gesehen? Der Vogel ist hier hinten. Der ist jetzt da hinten geflogen. Und ja. Hier sitzt jemand. Und döst. Manchmal guckt man und sucht in Tieren und dann hängen sie direkt vor einem und man sieht sie einfach gar nicht. Weil sie sich so anpassen. Und da sitzt auch jemand. Oh ja, warte, da. Und da. Und eben haben wir schon die Kapos getroffen, das zeige ich euch jetzt. Das sind nämlich kleine Affen. Ja, die darf man aber leider nicht anfassen. Nee. Ich glaube, der hat gerade Wäsche aufgehängt. Kann das sein? Man darf sie aber nicht anfassen. Da ist auch einer. Oh! Das war aber leicht aus, wie er rübergehüpft ist, stimmt's? Ja. So, boing, ganz easy. Hier sitzt auch einer direkt beim Rundgangsschild. Wie süß. Wer ist das denn hier? Ein Karpfen? Haibarbe. Eine Haibarbe, aber ich glaube, das sind eher die hier. Das sind Haibarben. Das muss irgendwas. Eine Nee. Nein, das Ding hier. Das sind die Prachtschmerlen. Die. Weißt du, wie groß der Ring ist? Ah, das könnte der sein. Gurami. Ein Riesengurami ist das. Ihr seid Riesenguramis. Nett, euch kennenzulernen. Ich habe gedacht, es wäre ein Karpfen. Riesenaquarien. Jetzt mal eben ein bisschen dichter, damit ihr auch was seht. Wo es beginnt, die Scheibe hier. Hi! So, mal gucken, was Hanna da entdeckt hat. Noch ein größeres Aquarium. Hier sollte auch nicht das Krokodil sein. Ein Krokodil? Nilkrokodil. Hier drin? Es geht auf jeden Fall ziemlich weit nach hinten. Siehst du denn ein Krokodil? Nee. Seht ihr ein Krokodil? Guck mal genau. Da wird ein bisschen übel, wenn man da so reinguckt. Ja. Kinder, macht euch klein wie Termiten. Mal gut, dass wir nicht so groß sind. Ne, wir müssen uns gar nicht so klein machen. Da ist aber nichts. Da ist nichts. Na toll, kann ich auch rückwärts wieder raus. Hier sind aber bestimmt Krokodile. Oh, die schönen blauen Fische. Da, Krokodil. Oh. Ja, aber siehst du eins? Wir haben ja schon echte Alligatoren gesehen in Florida. Erinnerst du dich? Ja. Und was haben wir eben gesehen? Was hing da oben, wo ich dachte, das wären Papageien? Eine Fledermaus. Fledermäuse sogar, mehrere. Da hinten! Ja. Hier ist eins. Ganz schnell hingeguckt. Guck mal hinterm Wasserfall.
mal gucken, ob wir das ranzoomen können. Es ist ziemlich laut, aber da liegt tatsächlich auch einer. Ja. Und duscht sich. Und in den Löchern wohnen Vögel. Das ist eine Lehmwand und da können die drin brüten. OMG. Wow. Wow, der sieht gar nicht echt aus, ne? Naja. Aber ich denke mal, der Schwanzspur danach zu urteilen, ist er da gerade hingelatscht. Ja. Siehst du das? Da will ich schon. Und es ist gerade super schön leer hier. Das heißt, ich kann auch gut für euch mitfilmen. Kuckuck. Hier ist ein riesen Laubfrosch. Und hier, wer sind die? Wie heißen die? Und hier haben wir eine Spinne. Python und ein Dschungel-Teppich-Python. Okay, zwei Pythons. Python, zwei Pythons. Eine. Und da unten ist auch noch eine. Hier klebt einer. Oh, da unten. Da reicht es auch einer. Wie heißen die Kollegen? Die heißen Azurblauer Pfeilgiftfrosch. Da kommt einer, Schwalbe. Pfeilgiftfrosch. Ich denke, der eine hat sich. Achso. Ist es ein Gehege? Oh, ja, gut. Da ist auch noch ein Frosch. Ja, da oben ist eine Schlange und ein Frosch. Und, oh, ja, hier ist noch eine. Ich weiß nicht, ob ihr das Hin- und Herfliegen erkennen könnt, aber hier sind ganz viele Fledermäuse. Na? Brillenblattnasenfledermaus. Aber die sind Gott sei Dank hier hinter Gitter, weil das sind anscheinend relativ viele. Es riecht aber auch ein bisschen streng hier. Hier sind zwei Schlangen drin. Hier unten ist eine. Ja. Da liegt eine. Hier wird gerade gebraten. Ja, mal gut, dass kein Feuerchen an ist. Nee, nee, nee. Schnucki, das ist nicht Nemo, das ist Dori. Ja, das ist Nemo. Wo ist Nemo? Nee. Nemo sehe ich nirgendwo, aber Doris. Das, warte, da ist Dori. Und ob die ihren Weg vergessen hat nach Hause? Und zurück. Njom, 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 njom. Oh, wen hast du denn da? Anna, drei nebeneinander entdeckt. Oh, na toll. Ist das euer Ernst, jetzt wo ich komme? Wenn ich komme, dann verpusemuckelt ihr euch. Ja, warte, ich bin noch. Oh, ganz viele Nemos. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Also Doris haben wir ja schon ganz viele entdeckt und hier sind ganz viele Nemos drin. Die sind viel kleiner als Dori. Oh, was ist denn das für ein Propeller hier? Wer ist der Kollege hier? Guck mal. Oh, das ist ein Kugelfisch, oder? Danke, keine Ahnung. Das sind Zebrahaie. Das sind zwei Stück. Einer ist hier. Und einer liegt hier. Und hier sind noch ganz viele kleinere Aquarien. Oh, der
ist auch hübsch. Very pretty. Überall so hübsche Korallen. Und hier seht ihr alle Aquarien, wie ich sie euch eben gezeigt habe, so wie sie hier sind. Und dann könnt ihr anklicken, für welches Aquarium ihr euch gerade interessiert. Und dann kann man zum Beispiel gucken, wer wohnt da drin. Ja. Ein Seepferdchen, da verschwindet es gerade. Da ist auch eins. Oh ja. Könnt ihr es sehen? Hier. Ist das ein Pärchen? Vielleicht? Oh ja, da ist auch noch eins. Siehst du es? Und da hinten sind Schlangen. Hier, guck, look it, look it. Ja. Oh. Guck mal, da hinten sind da kleine Schlangen. Da sind Zebra-Seeadeln. Adeln? Adeln. Seenadel. Ach so. Seenadeln. Hat nichts mit dem Adel zu tun. Hier sind ganz schön viele Quallen. Ja. Langt denen das? Das sieht jetzt nicht so groß aus, ne? Da oben ist noch. Ja, aber da können sie doch nicht durch. Ich glaube, ich muss ein Stück weiter weg, oder? Ich muss dicht daran. Interessant. Dem muss ich jetzt auch nicht begegnen. Was die gefangen haben, wow. In 40 Minuten werden die Haie gefüttert, Schnuggi. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu lang. Oh, ist das riesig. Der Rochen kommt. Da hat er einen Stock im Mund. Oder er klemmt genau unter seinem Maul. Vielleicht bloß ein großer Hund. Ja. Mit einem Stückchen. Oder er sollte eigentlich ein Hund werden, weil ich jetzt nicht aufgefallen bin. Ja, so ein Pech. Und jetzt sind wir am Wasserfall. Sehr, sehr laut. Das ist wirklich laut. Krokodile können springen. Okay. Wir sind jetzt schon wieder raus. Irgendwie haben wir mit 2 Stunden gerechnet. Wir haben jetzt knapp über 1 Stunde gebraucht. Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht gegessen oder so, aber irgendwie waren wir jetzt schneller durch als erwartet. Ja. Ja, wir hoffen, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit uns, mit den Fischen und ja, den anderen Tieren, die wir gesehen haben. Und es ist sehr hell. Hinter euch ist genau die Sonne. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss.